Ja, in der Tat. Das war damals eine sehr heiße Diskussion und Debatte, sowohl mit meinen politischen Freunden als auch in der Familie. Ich hätte auch die Chance gehabt, in den Bundestag zu gehen, aber das Europäische Parlament war natürlich was ganz Neues. Und Hermann Hesse sagte, in jedem Neuanfang liegt auch ein besonderer Zauber. Mich hat dieser Zauber damals fasziniert, zumal damals Franz Josef Strauß mich persönlich angesprochen hat und gesagt hat, Mai, Sie kommen aus Franken, Sie sind jung, Sie sind evangelisch, so einen brauchen wir. In gewisser Weise trifft dies zu. Aber ich möchte natürlich nicht anmaßend sagen, dass ich das alles ganz genau vorhergesehen habe. Ich hatte nur ein Gespür, das dürfte, das könnte, das müsste etwas werden. Und ich habe mich auch nicht beeinflussen lassen, dass natürlich in der ersten Zeit des Europäischen Parlaments ein Abgeordneter aus Brüssel praktisch fast ein Nullum war. Also jeder hat gesagt, was will der eigentlich? Wir haben Bundestag, wir haben Landtag. Was soll jetzt noch diese europäische Ebene? Kostet einen Haufen Geld. Was macht der überhaupt? Und mein Bürgermeister hat mich dauernd gefragt, wo kommen die ersten Zuschüsse aus Brüssel? Das war praktisch das Kriterium. Und bei Parteiversammlungen wurde Bürgermeister und Apotheker begrüßt und dann vielleicht auch mal der Europaabgeordnete. Ich freue mich schon, dass ich daran mitwirken durfte, dass wir die Grundrechtecharta diskutiert haben und beschlossen haben, wo ein, nicht zwar der Gotteshinweis, den wir in der deutschen Verfassung haben, aber doch der Hinweis auf die religiöse Tradition in der Präambel verankert werden konnte, was ich als Wortführer der Christdemokraten durchsetzen durfte. Und die Idee, dass wir eine gemeinsame Flagge brauchen, ein Symbol, die kam mir wirklich spontan aufgrund meiner industriellen Erfahrung als Corporate Identity. Und was an der Flagge alles dranhängt, war mir damals so gar nicht bewusst. Ich wollte zunächst ein sehr attraktives gemeinsames Symbol. Das dann diskutiert wurde über die Zahl der Sterne. Soll sie sich nach der Länderzahl entwickeln oder soll sie immer 12 als vollkommene Zahl bleiben? Und die Diskussion, sollen die Umrisse Europas hineinkommen? Soll man überhaupt eine staatsähnliche Symbolik mit einer Flagge einführen? Heiße Diskussionen bis hin zu dem Punkt, dass am Ende, als die Flagge dann beschlossen wurde und feierlich hochgezogen wurde, Otto von Habsburg zu mir sagte, Sie als armer Protestant, gell, Sie haben gar nicht gewusst, dass Sie ein Mariensymbol jetzt zur Flagge Europas gemacht haben. Insgesamt bin ich vielleicht ein bisschen stolz darauf, dass es mir gelungen ist, immer geradlinig als der Mr. Europa mich zu präsentieren. Egal was in den Parteien, auch in der eigenen Partei diskutiert wurde, egal welche Prügel gekommen sind. Ich war von dem europäischen Weg von Anfang an überzeugt und muss keinen einzigen Satz meiner Reden seit 30 Jahren in irgendeiner Form variieren oder zurücknehmen. Ich habe immer in Sachen Europa dasselbe gesagt. Die deutsche Zukunft liegt in Europa. Und Europa ist ein Segen für Deutschland und für die Nachbarn. Schöner war es sicher 1979, weil dort natürlich dadurch, dass die meisten Leute gar nicht wussten, dass es ein europäisches Parlament gibt, haben natürlich die europäischen Abgeordneten mehr oder weniger ohne besondere Kontrolle in Straßburg oder Brüssel sich erstmal selber finden können, stundenlange Diskussionen, was soll europäisch geregelt werden, was bleibt national. Wohin soll sich Europa entwickeln? Damals gab es die Sowjetunion noch, Europa als Bollwerk gegen die antichristliche Sowjetunion, als christliches Bollwerk. Also es wurde viel legerer, viel weniger unter dem konkreten Kontrolldruck von Partei, Presse und Medien. Wurde natürlich dort elitär diskutiert, bei schönen Umgebungen, schönen Essen. Also schöner war es, aber faszinierender und interessanter ist es zweifellos 2009. Ein Unikat zu sein, hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile.
Natürlich war ich froh, dass solange Otto von Habsburg gelebt hat, ich nach wie vor mit ihm Kontakt halten durfte. Und ich habe sehr, sehr viel von ihm lernen können, zum Beispiel seine Gelassenheit. Ich war mal Zeugin, als eine Journalistin ihn fragte: Kaiser Johann, Sie sind immer so gut aufgelegt, woher kommt es? Hat er gesagt: Ich habe immer etwas, worauf ich mich freuen kann. Ich sage: Ja, aber um Gottes Willen, manchmal ist doch am nächsten Tag furchtbares Stress und Probleme und Unangenehmes, was auf Sie zukommt. Wieso können Sie sich freuen? Sagt er: Wissen Sie, gnädige Frau, ich freue mich auch auf das Unangenehme. Das sind solche Gelassenheitsweisheiten, die natürlich mir dann gefehlt haben. Aber ich habe versucht, in dieser Tradition das Gute weiter fortzusetzen und zu entwickeln bis zum heutigen Tage. Und der Gedanke an Otto von Habsburg insbesondere, aber auch an die erste große Frau im Europäischen Parlament, Ursula Schleicher, ist natürlich für mich ein Ansporn, ein Faktor des Mutes, aber auch der dankbaren Erinnerung. Also man konnte und musste mit jedem andere Themen ansprechen. Jeder war natürlich in seiner Hinsicht eine ganz besondere Persönlichkeit. Mit Goppel waren es die ersten Jahre. Er war natürlich die väterliche Figur sozusagen oberhalb von uns allen. Und wenn man bei ihm ein bisschen was angestochen hat, kam natürlich eine ganze Suada von seinen Erfahrungen. Also mit Goppel konnte man nicht sehr viel diskutieren, sondern man konnte mehr zuhören. Ja? Strauß, der war natürlich der Visionär. Wenn wir da Tagungen hatten, dann ging es sofort ins Grundsätzliche. Soll dann Europa sowas Ähnliches wie ein Staat werden? Soll Europa auch Atommacht sein? Muss Europa Weltmacht werden? Oder ist Europa nur ein loser Zusammenschluss der Staaten? Also die Diskussionen mit Strauß waren immer sehr an Zukunftsentwicklungen orientiert. Und in seiner brachialen Rhetorik, wir haben gesagt: Herr Ministerpräsident, was machen Sie da mit Airbus? Ja? Und dann hat er mehr oder weniger wissen lassen: Ihr kleinmütigen, unbedeutenden Würstchen, ich will gegen Boeing anstinken, ja, oder gegen Boeing ankämpfen. Das haben wir als völlig illusorisch betrachtet. Und wir haben dann nach dem Gespräch gesagt: Naja, der Franz Josef ist halt ein ganz großer, aber ob er sich nicht auch einmal vergaloppierte. Er hat im Nachhinein gesehen völlig recht gehabt mit einer solchen Idee. Also der war der Visionär in Sachen Europa. Stoiber, der ja heute ein glühender Europa-Anhänger geworden ist, dem ging es natürlich immer ums Detail. Also da, wenn man nur grundsätzlich gesagt hat: Ja, wir sind für mehr Subsidiarität, hat er gesagt: Aber wo bleibt die Subsidiarität für Bayern? Konkret, was heißt Regionalpolitik? Also mit dem musste man sofort ins Detail gehen, und dann hat natürlich auch die Diskussion ziemlich einseitig auf seiner Seite stattgefunden, weil er natürlich auch sehr gut informiert war über alle Dinge. Eigentlich kann man so mal am normalsten mit Horst Seehofer über Robert diskutieren, weil der alle Aspekte sozusagen sich anhört, zur Kenntnis nimmt und sagt: Haltet ihr das für realistisch? Der auch bereit ist, sich sozusagen einer Diskussion zu stellen oder auch etwas zu korrigieren. Zum Beispiel in Sachen Ukraine haben wir in der Diskussion über das Europawahlprogramm ihn von einer anderen Linie überzeugt, als er sie zunächst halten wollte. Und die Diskussion mit Horst Seehofer ist, sagen wir mal, am ausgeglichensten. Das ist eine Diskussion auf Augenhöhe. Ja? Also ich kann nicht sagen, mit wem ich am liebsten diskutiert habe, sondern es hat jeder in seiner Eigenart, die Diskussion mit jedem ist individuell zu führen, und hat jeder seine Eigenheiten gehabt. Und interessant waren die Diskussionen mit jedem dieser Ministerpräsidenten. Gott sei Dank, oder leider kein Ruhestand, sondern ich bin gebeten worden, eine Reihe von Funktionen zu übernehmen, die sehr interessant sind. Natürlich Stress und Arbeit bedeuten, aber auch natürlich Dynamik. Ich bin gebeten worden, Schatzmeister der Europäischen Volkspartei zu machen. Damit bin ich
im Präsidium der EVP und Teilnehmer der Gipfelkonferenzen, die in Brüssel stattfinden, zusammen mit der Kanzlerin und den Regierungschefs, die unserer Partei angehören. Dann bin ich gebeten worden, Präsident des Europäischen Wirtschaftssenats zu machen. Das sind 180 führende Unternehmen in Europa, die ihre Ideen an die Politik heranführen wollen. Und dann gibt es noch einen Verband, den Verband der Dienstleister in Europa, die mich gebeten haben, in Brüssel sie zu vertreten. Und dann gibt es noch eine Reihe von Aufsichtsräten in Unternehmen, die ich wahrnehme, sodass mein Tagesablauf so gestaltet ist, dass meine Frau mich nicht sehr viel häufiger sieht als früher.